Hallo Freunde der leichten Unterhaltung und willkommen zurück zu FIFA 16. Und ja, Capital One Cup haben wir 5:0 gegen Stevenage gewonnen. Und die letzten Spiele allerdings, gucken wir mal gleich drauf. Capital One Cup, da sehen wir alle Spiele, die am 23.09. waren. Die schauen wir uns mal an. Woodford schlägt MK Dons mit 2:0. Tottenham gewinnt bei Ipswich 0:2. Und die Niederlagenserie geht für Liverpool bei, da gegen Leicester 3:3 und dann 5:4 im Elfmeterschießen verloren. Norwich gegen Cardiff City 0:2, Sheffield gegen Port Vale 2:1 und York verliert gegen Stoke City 1:2. Das heißt, vierte Runde spielen wir gegen Bristol City. Da bin ich auch mal gespannt. Sollte allerdings machbar sein, die anderen Spiele Southampton gegen Cardiff, Woodford gegen Manchester City, Leicester gegen Reading, Sheffield gegen Manchester United, Tottenham gegen Stoke, Bolton gegen Chelsea und Sunderland gegen Notts. Mal gucken, wer sich da so durchsetzt. Wir können mal kurz auf die Torjäger auch im Capital One Cup. Ja, da sind wir vorne mit Traoré, 4 Tore. Aber sind uns noch einige auf den Fersen. Und wir spielen also jetzt gegen Southampton, die auf dem 3. Platz stehen mit 11 Punkten. Ja, so ein 6-Punkte-Spiel, wie man immer sagt. Gewinnen wir das, sind wir wieder dran. Aber verlieren wir es, dann Halleluja. Deswegen, ja, Traoré ist sehr stark gewesen. Montero war gut. Ja, Jones Stones will ich mal rausnehmen. Ich würde mal den Amat hier spielen lassen. Und ja, wir versuchen es mal mit Fabianski nochmal. Ich bin zwar nicht überzeugt, aber Stones lassen wir mal das gesamte Spiel draußen. Wie gesagt, er muss erst so in die Mannschaft finden, habe ich das Gefühl. Hoffen wir mal das Beste. So, Fempten also auf der 3. Und endlich mal kein Regenwetter. Ist auch mal schön im St. Mary's Stadium. Sind ja bei FIFA 16, ich glaube, das kann ich schon behaupten, 80% der Spiele im Regen. Da glaube ich jetzt so 60 Stunden Spielzeit. Hier sehen wir die ersten 10, wie auf dem 10. Platz. Wir brauchen unbedingt Punkte, denn noch so eine Pleite, eine 3. Niederlage in Folge, beste Teams Abwehr. Ui, Southampton nur 4 Gegentore. Manchester City 4, Chelsea 5. Wir haben allerdings auch mit 6 Gegentoren, glaube ich, war das. Gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem. In den letzten beiden Spielen 4 Tore bekommen. Pelé. Oder Pelle. Ramirez, Rodriguez. Corker. Aber wie gesagt, Fabianski da hinten und auch Williams, Stones, die müssen sich erst noch so finden, glaube ich. Und die Frage ist natürlich jetzt auch durch die guten Leistungen, gerade im Pokal, ob sich Traoré jetzt auch mal in der Liga durchsetzen kann und mal das ein oder andere wichtige Tor macht. Mal nicht gleich auf die Offensive stellen, mal ausgeglichen hier ans Werke gehen.
gut aufgepasst von Cork. Aber Gomez war im Abseits. Gut gespielt. Und ein Wurf von Tabanu rausgeholt. Pff, der hat sie doch selber hingelegt. Versuchte Hacke von Williams. Sollte er sich allerdings auch nicht zu oft erlauben. Schön von Sigi. Schlecht von Sigi. Schlecht von der Abwehr. Und Fabianski fliegt mal wieder umsonst. Da war auf einmal ein Loch in der Abwehr, weil ich mit dem Spieler zu früh den Schritt rausgewagt habe. Also zum Gegner gegangen bin. Kann man hier gleich nochmal gut sehen. Und zwar genau hier. Daneben gegrätscht, möchte ich nicht sagen, aber ja. Sah nicht gut aus. Ich glaube, das war Williams. Fabianski, ja. Möchte jetzt nicht sagen Mitschuld. Dazu waren die Vorderleute. Ramirez macht sein zweites Tor. Waren die Vorderleute einfach, ja. Hätten das Ding eher machen müssen. Aber ja, das ist schon unser 5. Gegentor in den letzten 3 Ligaspielen. Gut dazwischen gegangen. Ja, Sigi. Also, den hast du auch schon mal besser bekommen. So wie wir momentan in der Liga spielen, haben wir nichts zu suchen, was internationale Plätze angeht. Flanke war in Ordnung. Ayu kann den Ball nicht behaupten. Kann sie ihn sich auch nicht zurückholen. 25 Minuten gespielt. Wieder mal ein Rückstand hinterherlaufen. Hör doch auf, Mensch. Nächstes Spiel für uns gegen Tottenham. Es wird nicht leichter. Wenn man sich bedenkt, wie wir uns gegen Manchester, glaube ich, ja. Ja, gegen Manchester und eben gegen Chelsea behauptet haben. Was war denn das? Da den Ball falsch eingeschätzt, oder? Guter Pass, guter Pass, guter Pass.
Und auch gut von Traoré, dass er da nach hinten spielt. Und es gibt Ecke. Sigi. Gut, den Spieler erst ausgetanzt und dann leider doch am Fuß hängen geblieben. Erste Chance auch für Traoré. Und die beiden Spieler von Southampton überlaufen sich da fast, aber trotzdem können wir es nicht nutzen. Und Southampton macht das jetzt geschickt. Halten den Ball, kommen uns immer näher vor ein Tor. Und immer diese Schüsse von 16 Metern ungefähr, die bringen uns mächtig in Schwierigkeiten. Gut gemacht. Schade. Ja, noch Fisch, noch Fleisch. Halbzeitstände. Liverpool führt gegen Aston Villa 1-0. Leicester liegt gegen Arsenal 0-1 hinten. Man United gegen Sunderland 0-0. Stoke, Bournemouth 0-0 und West Ham, Norwich 1-1. Newcastle gegen Chelsea fangen erst später an. Bringen wir mal Shelby. Ja, dann lassen wir alle mal. Ach, Scheiße. Gut aufgepasst. Ach, und da wieder so eine unnötige Pässe von mir, ey. Und das war aber nicht so schlecht davon, Traoré. Oh, gut gespielt. Mit dem Kopf dann noch gerettet vom Spieler. Es gibt also Ecke für uns. Sigi. Zum zweiten, aber es reicht nicht aus. Es gibt die nächste Ecke. Was war denn das für ein Watschelgang? Ei, Sigi. Falsche Richtung.
bisschen gelaufen. So, Fempen wechselt aus. Rodriguez geht raus. Tadic kommt in die Partie. Wir müssen eindeutig unsere Passquote verbessern, weil ansonsten wir Schwierigkeiten in dieser Saison bekommen. Guter Schuss von Siggi. Für Wanyama. Und keine Gefahr für Davis im Tor. Ja, war ein guter Pass, aber Ayu kriegt den genau in die Beine. Verstolpert ihn dann. Das ist das Spiel, was wir zurzeit in der Liga hinkriegen. Ja, und Southampton macht nicht mehr als nötig, sag ich mal. Das ist jetzt schon verwalten hier. Will nicht rein die Pille. Helfen Sie uns hier so ein bisschen gerade? Nochmal Ecke. Da. Schön, dass ich mal so viele Ecken bekomme hier, aber... Ach, Shelby. So. Dann können wir auch mal Lopez bringen und Michu für Gomez. Schade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn das? Das war ja kein Pass. Oh, Scheiße. Sich, weiß nicht, Amat, glaube ich, aber großartig verschätzt. So, wenn er jetzt schafft, Ayu hätte er Platz, aber er schafft es nicht. Gut gespielt, Lopez. Da bringt er den Pass noch an. Und da macht was. Jawohl. Michu.
Aber wunderbar von Lopez, dass der noch die Ruhe behält, den Ball hat und den Pass spielt. Ganz wichtiger Ausgleich. Hier. Fast verstolpert. Da muss einfach mal so ein Ding rein. Da sieht der Torhüter von Southampton auch nicht gut aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt momentan. Zweites Tor für Michu in dieser Saison. Ja, mal wieder runterschrauben hier. Drei Minuten Nachspielzeit. Und gut gespielt. Aber Michu ist nicht der schnellste, vor allem nicht gegen zwei Mann da durchzusetzen. Und da ist das Spiel zu Ende. Immerhin Punkt. Nach zwei Niederlagen. Und der Sieg gegen Stevenage im Capital One Cup. Kleiner Hoffnungsschimmer. Und wir schauen uns nochmal die Highlights an. Das Tor nach 14 Minuten durch Ramirez für Southampton. 17 Meter. Dann Sigurdsson in der 17. Wo man sonst eigentlich bei ihm sagt, der muss sitzen. 33 Minuten Davis. Ich glaube, das war Sigi. Ja. Dann Wanyama mit dem Schuss, auch gut herausgespielt. Da war wieder bei uns Seiten viel Glück dabei. Sigurdsson in der 74. der Chancen hatte, aber war nicht sein Tag. Fabianski in der 84. Minute hielt uns am Leben mit dieser Parade. Und dadurch konnten wir in der 89. dann den Ausgleich machen. Und unseren 9. Punkt in dieser Saison holen. 3:7 Schüsse, 2:4 aufs Tor. Traoré, bester Spieler, 7,3. Lopez mit der Vorlage wird auch hoffentlich ihm ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Liverpool am Ende nur 1:1 gegen Aston Villa. Arsenal gewinnt bei Leicester 1:2. Man United gegen Sunderland 1:1. Das waren die Spiele, die ich jetzt noch vorlesen konnte. Gucken wir mal, was noch so war. Liverpool, Aston Villa 1:1. Southampton 2:2 gesehen. Leicester gegen Arsenal. Man United Sunderland 1:1. Newcastle, Chelsea 0:2. Stoke gegen Bournemouth 1:1. Tottenham schlägt Manchester City 1:0. Und West Ham verliert gegen Norwich 1:2. Noch sind da auch wieder Spielchen. Am 27. und 28. Und ja, Folge richtig Manchester City noch vorne, aber Norwich auf der 2, Tottenham, Chelsea und Man United weiterhin knapp dahinter. Wir momentan auf der 9, aber es sind ja noch einige, die spielen. So kann sich noch wieder was verändern. Nach oben und nach unten. Und ja, das war's also für diese Folge. Nächstes Mal jetzt gegen Tottenham, glaube ich, wa? So wie es ja vorhin gelesen hatten. Ja, wir haben ein bisschen frei, wie wir sehen. Also kann ich ein bisschen offscreen noch vorarbeiten bis zum 5. Oktober, bis wir dann zum nächsten Spiel kommen. Und ja, dann also vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.